Ich bin nicht über die Alpen, sondern entlang der Alpen hier hingefahren zu Ihnen. Und also kurz zu mir, ich bin Gründungsmitglied und Vorstand von OpenData.ch. Das ist der Schweizer Verein, der sich die Open Government Data und Open Data Förderung, und wir nennen das Enabling Open Government Data in Switzerland, vorantreibt. Und ich bin nebenbei auch noch Startup-Gründer, und ich werde auch mal etwas zeigen, wie meine Anwendung im Rahmen dieses Startups gebaut haben. Aber ich werde vor allem auch Beispiele zeigen, die wir im Rahmen der Open Data Bewegung Schweiz, die Community-Mitglieder entwickelt haben. Es hat noch interessante Ähnlichkeiten mit, was von Ihnen spricht, gezeigt wurde. Das rechts ist das Matterhorn, ist so ein Identifikationsfaktor in der Schweiz, die Berge. Bei Ihnen ist das sicher auch so. Ich habe meinen Vortrag. Ups. Habe ich unter den programmatischen Titel gestellt, freie sich das Mittelmeer. Kurz, was heißt das? In den 80er Jahren gab es eine Jugendunruhenbewegung in Zürich, und die haben das nicht wortwörtlich verstanden, sondern die wollten einfach sagen, wir müssen diesen Filz, diese verkrustete, alte, traditionelle Dreieinigkeit in der Schweiz, zwar Militär, Wirtschaft und was war das dritte? Kirche. Kirche, genau. Das weiß ich schon gar nicht mehr, oder bin ich viel zu jung. Und komme aus einem protestantischen Kanton, das kommt noch dazu. Sie wollten das aufmischen. Also was haben sie gemacht? Sie haben einfach gesagt, wir müssen dieses Identifikationsding, diese Berge, die müssten wir eigentlich zur Diskussion stellen. Und auch für uns jetzt hier in der Schweiz ist es eigentlich so, wenn wir von Open Government Data reden und Transparenz fordern, dann stehen wir eigentlich meistens vor dem Berg und rennen eigentlich gegen Türen. Und das ist ein bisschen, das ist irgendwie erstaunlich, weil wir sind eine halbdirekte Demokratie, das heißt, wir haben mehr Volksrechte als Sie. Wir können Initiativen starten, wir haben in dem Sinn eine, mehr Möglichkeiten, aber trotzdem ist die Schweizer Politik nicht transparenter. Sie ist vielleicht sogar das Gegenteil. Und aus meiner Sicht, und aus vielen anderen Leuten Sicht, die sich hier engagieren, bietet da Open Data und Open Government Data interessante Möglichkeiten. Das ist ein interessant unleserliches Dokument. Das wird wegen dem Öffentlichkeitsgesetz vom Parlament, also dem National- und Ständerat, wie wir das nennen, immer etwa 3 Tage nach einer Abstimmung im Nationalrat, das ist bei uns die große Kammer, ins Internet gestellt. Und darauf steht, wenn man das dann lesen würde, was ja niemand tut, wer hat wie gestimmt, wer hat gefehlt, wer hat unentschuldigt gefehlt. Interessant. Aber absolut unbrauchbar. Darum, das ist jetzt ein Beispiel von Politnetz, einem Startup, das Sie mitgegründet haben. Ich habe ja vorhin gesagt, einen Scraper. Wir haben einen Scraper gebaut. Scraper, das sind so richtig die Mittel des modernen Aufklärens. Und haben die Daten visualisiert. Also, ich zeige das jetzt nicht vor, aber wenn man darüber fährt, dann kann man direkt auf die einzelne Person gehen. Man sieht auch eben, wer hat unentschuldigt gefehlt. Dann kann man eine Schwänzerliste machen. Das war jetzt ein bisschen ein heikler Punkt letztendlich, weil ein Nationalrat während der Session gestorben ist und dann musste man dann darauf reagieren. Ich bin nicht mehr operativ tätig bei diesem Startup. Ich hätte anders entschieden. Sie haben einfach dann hinter den Namen ein T gesetzt. Und das habe ich jetzt den falschen Punkt gefunden. Also da sieht man dann auch, wenn man solche Anwendungen baut, das führt zu Diskussionen. Da kann man herausfinden, was heißt das Datenschutz und was muss getan werden, was kann auch missbräuchlich damit gemacht werden. Interpretationen sind immer zu diskutieren. Ein anderes interessantes Dokument, eben, also vielleicht ein bisschen leslicher, wenigstens für Leute, die Finanzbuchhaltung hatten, das ist das Budget der Stadt Bern.
Das ist jetzt, hier sieht das so schön aus, aber das ist irgendwie 500 Seiten dick. Und die Gemeinderäte, also eigentlich in der Stadt Bern sind es die Stadträte, das ist das Parlament, die sitzen dann mit einem 500 Seiten Dokument in der Beratung, blättern das durch, haben das durchgelesen und so weiter. Selbst die sind überfordert, also nicht nur der Bürger, der das sowieso sich nicht anschaut und die Medien auch nicht so richtig. Das kennt man auch von der Open Knowledge Foundation Visualisierung oder von der Europe Times Budgetvisualisierung. Das ist jetzt einfach an einem Hackday entstanden von opendata.ch. Wir nennen das makeopendata.ch, weil wir nicht auf die Behörden warten müssen. Wir können bereits jetzt mit Scrapern ziemlich viel machen. Und da sieht man dann eben, also größte Punkt oder größte Budgetposition ist nicht irgendwie die doofen Gemeinde- und Behördenausgaben selbst, dass sie sich in die eigene Tasche arbeiten, sondern das sind die Sozialausgaben. Weiteres Beispiel, auch wieder mal ein öffentliches, das Budgetdaten, das war nicht öffentlich, das haben wir bekommen und durften es visualisieren. Öffentliche Daten, das sind die Redeprotokolle, also ähnlich wie bei Linz spricht, vom Nationalrat. Das sieht auch so aus, so noch so Microsoft-mäßig und als Open Sourceler graust es nicht. Aber trotzdem hat man auch einen Hackday, hat man dann das rausgemacht. Den Herrn kennen Sie, ich habe den ausgewählt. Der war mal mehr als Nationalrat, darum ist er auch ein bisschen bekannter. Und da sieht man eben, also welche Wörter hat er jetzt in seinen Redeprotokollen, in seinen Redemeldungen am meisten gebraucht. Und da sieht man, Milliarden springt da gleich heraus. Also das sind dann so interessante Möglichkeiten. Ich gehe gar nicht näher darauf ein, weil Linz spricht, hat das sehr gut gezeigt. Jetzt bin ich da irgendwie hängen geblieben. Einfach aufklicken. Ah, sorry. Okay. Also was ist Transparenz in der Theorie? Weil das ist ein bisschen, das tönt so gut. Transparenz ist ein Zustand mit freier Information, Partizipation und Rechenschaft. Und dann, das ist die Wikipedia-Definition, im Sinne einer offenen Kommunikation zwischen den Akteuren des politischen Systems und den Bürgern. Wie ich anfangs gesagt habe, eigentlich haben wir doch das alles in der Schweiz. Jein, das ist eben nicht so. Warum? Worauf zielt, das sieht man jetzt nur schon daran, worauf die Transparenzforderung zielt. Also die Leute, die mehr Transparenz fordern, was fordern die nämlich? Die fordern nicht mehr Partizipation oder mehr Information, sondern die, oder ja, mehr Information im weitesten Sinne. Sie fordern Offenlegung der Finanzierungsquellen von Abstimmungskämpfen. Ein Abstimmungskampf, oder ist, wir haben ja alle 3 Monate irgendwelche Abstimmungen, das sind Initiativen zum Teil oder Referenden oder einfach Vorlagen, Gesetze, die zwangsweise obligatorisch vor das Volk müssen. Und da gibt es immer ein Pro-Komitee und da gibt es ein Kontra-Komitee. Und dann gibt es noch die Wirtschaftsverbände, die da nicht unbedingt sagen, okay, wir sind jetzt pro oder contra, aber wir schieben den einen ein bisschen Geld durch, weil die wollen ja eigentlich, was wir wollen. Was wird auch gefordert? Offenlegung von Parteispenden. Ich habe ja vorhin gehört, oder? Sie haben ein Parteispendengesetz. Bei uns sind die Parteien nicht von der öffentlichen Hand unterstützt. Und das wird auch in näherer Zukunft auch nicht so sein. Und man kann auch darüber diskutieren, ob das überhaupt gut ist. Also das ist so auch eine so in der Schweiz sehr verhaftet. Das ist privat. Das hat nichts mit der Öffentlichkeit zu tun. Wir sind nicht in einer parlamentarischen Demokratie, wo die Parteien in dem Sinne einen Auftrag haben vom Staat, in der Politik eine tragende Rolle zu spielen. Und, was wird auch gefordert? Die Offenlegung von Partikular- und Korporativinteressen von Parlamentariern und Exekutivpolitikern. Und das ist jetzt genau der Punkt, Punkt 3, wo Open Data, Open Government Data entscheidend die Schweiz, vielleicht nicht, dass die Berge weg sind, aber die Schweiz verändern wird können. Wir werden nie, also ich glaube nicht, dass ich das neu erlebe, die Finanzierungsquellen der Abstimmungskämpfe, weil das eben privat ist, das werden wir nie öffentlich machen können. Das kann höchstens durch Leaks passieren, wie das auch schon geschehen ist.
Und auch die Parteispenden, oder das ist privat. Das wissen in den Parteien meistens dann eben die Großspenden, das kennen zwei, drei Leute. Und nicht mal die ganzen die anderen Parteimitglieder. Aber im dritten Punkt, da können offene Behördendaten helfen, die Interessen wahrzumachen. Wie machen wir das? Oder was wäre der Plan? Und ich habe ja einige Ansätze bereits gezeigt, mittels Mashups. Also das heißt, kombinieren von verschiedenen Daten. Wer sitzt in welchen Verwaltungsräten, Vorständen, Stiftungsräten sowie Komitees und Verbänden? Man hat immer das Gefühl, es sind nur die Rechten, oder die sozusagen da Interessen vertreten, die eigentlich ein bisschen ja, zu diskutieren werden. In der Schweiz, wenn man die SP anschaut, Sozialdemokraten, die sitzen in allen NGOs drin, in allen Stiftungen und die bekommen Geld vom Staat und so weiter und so fort. Also da kann man wirklich so links wie rechts Transparenz schaffen. Dann, wer bekommt projektbezogene Mandate und Aufträge? In der Schweiz, wir haben keine Berufspolitiker, die arbeiten alle nebenher. Viele sind komischerweise Consultants. Wieso? Ja, sie haben Zugang zu Orten, wo ich nicht hinkomme und sie wissen sehr viele Sachen, die ich nicht weiß. Aber ich will wissen, ob sie Steuergelder bekommen, weil sie irgendeine Studie für ein Bundesamt verfassen oder nicht. Dann Wortmeldungen in Parlamentsdebatten, habe ich bereits gesagt. Parlamentarische Vorstöße, also warum machen sie jetzt einen solchen Vorstoß? Wir selber sind da natürlich auch ein Player, also Open Government Data oder OpenData.ch, es gibt eine parlamentarische Gruppe und wir haben natürlich versucht, unsere Nationalräte zu motivieren, Vorstöße zu verfassen, die Open Government Data in der Schweiz fordern. Also ich finde das nicht grundsätzlich schlecht, aber ich will einfach, dass das transparent ist. Abstimmungsverhalten im Nationalrat, habe ich eine Anwendung gezeigt. Dann auch sehr interessant, Beziehungen, biografisch zum Beispiel. Welche zwei Nationalräte, die gerade neu gewählt worden, haben ihre ganze Karriere miteinander verbracht, sind zwar in verschiedenen Parteien, aber sind zusammen schon in der FADI, also in der Jungwacht, oder das weiß ich, wie das bei Ihnen heißt, gewesen und haben miteinander den Aufstieg geschafft und werden sich darum nie ans Bein pinkeln oder werden sich gegenseitig helfen. Das sind dann Sachen, die man herausfinden muss, aber man hätte die Daten, das zu tun. Dann thematisch natürlich eben, also wer interessiert sich für welche Themen, das kann man auch mit anderen, an anderen Quellen noch abfinden. Und Sie sehen, ich komme eigentlich dann auch weg von Open Government Data, das geht nicht dann um personenbezogene Daten, sondern was Open Government Data betrifft, das sind die Daten, die die Behörden sammeln, um da klar zu sein. Jetzt zum Schluss, was mir ganz persönlich wichtig ist, ich nenne das jetzt ein Projekt, und wenn ich herausfinde, wie wir das finanzieren können, dann mache ich das sofort. Also es gibt schon viele Leute, die da mithelfen würden, dann müssen das irgendwie finanzieren, dass es sich selber trägt und auch unabhängig ist durch das. Ich sehe das nicht als Pranger. Das heißt, wir müssen das, was wir da herausfinden, auf einen Ort stellen, wo einerseits die Leute, die Subjekt sind, du hast diese Interessen, du bist in dieser Kommission, die müssen sich melden können, die müssen Stellung nehmen können dazu. Und auch ich als Bürger muss Stellung nehmen können dazu, zu dem, was Sie sagen. Also ich sehe das gehört eigentlich auf eine Beteiligungsplattform im weitesten Sinne. Aus meiner Erfahrung, das muss ein moderierter Austausch sein, einfach kein eindimensionaler Pranger. Ich habe genug selber so Rankings erstellt über Nationalräte und sowas. Das ist vor allem für die Medien interessant, aber das fördert letztendlich nicht die Bürgerbeteiligung oder das Interesse an der Politik. Ja, so, das war mein Referat.